Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer kleinen, neuen, bescheidenen. Da kommt mir doch glatt der Husten. Sekunde. Runde hier im Wäldchen und hallo Jan. Entschuldigung, da hat mir doch glatt. Ich dachte, ich übernehme mal kurz. Ja, danke schön, danke schön. Willkommen zu The Forest. Ja, neuer Tag und so, ne, Jenny? Mhm. So, wollen wir weiterlaufen? Klar. Oh, kurz wieder das Vögelchen. Mhm, ganz toll. Verpiss dich! Ja. Ah. So, wo gehen wir lang? Einfach mal geradeaus, oder? Ja. So, letzte Folge hatten wir hier nochmal kurz Besuch gekriegt. War die ja wurden ordnungsgemäß verkraftet. Ja, genau. Sie wurden fachmännisch entsorgt. Wollen wir nach da drüben gehen? Auf die Insel da? Oder was das da ist? Können wir gleich machen. Guck mal, da kommt ein Fan. Hey, Superfan! Hey, das ist unser einziger YouTube-Kommentator und Zuschauer. Ist er gewesen. Oh, hey. Ja, hat er wohl, Der hat immer doofe Kommentare geschrieben. Ach, das war der mit dem... Ah, okay, verstehe. Das war der mit dem... 0 Minuten 40 Sekunden. Lass uns kennenlernen. Ach, das war... Der war das. Lass uns kennenlernen. Ah, genau. Ist klar, verstehe. Also ich guck mir die Videos von dem immer an, ne? Das ja. Voll interessante Sachen. Ach so. Total tolle Sachen so, von wegen hier, hey... Komm in meine Chatgruppe, dann siehst du und dann hast du und ich, ne, und... Ah. Es ist... Oh, hallo durch. So, ich schwimme jetzt mal darüber. Gibt's hier eigentlich Krokofanten? Ja. Und das sagst du mir nicht? Damit habe ich jetzt irgendwie gerechnet. Nö, alles gut. Ich hab dann jetzt mal so. Ich muss ja nicht immer dastehen wie eine Pussy, oder? Das, ja. Ausnahmsweise mal nicht. Oh, ist okay. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin, wie ich bin. Und ich bin es gern. Und das hast du mir nicht gesagt? Ach, übrigens, es gibt Krokodile, ne? Ich muss weg. Tschüss. Aber ich hab noch keins gesehen. Oh, in diesem Spiel gibt es Aliens. Ich habe nur noch keins gesehen. Nein, nein, ich habe in unserer Session noch keins gesehen. Ach so. Doch, prinzipiell habe ich durchaus schon Krokodile in Forest gesehen. Wo geht's denn in den Berg hoch? Ich glaube, wir sollten hier einmal rum, oder? Geht das? Oh, das geht. Das ist ja praktisch. Ne? Ja. Oh, Dörfchen. Doch, guck mal. Ah, ich glaube, hier unten habe ich damals mein Fischerdorf gebaut. Hallo, guten Tag. Wir wollen hier mal ganz kurz, wir bringen die Glasfaserleitung. Ja. Bitte zahlen Sie einmal nur einmalig 3.500 €, dann kriegen Sie in den nächsten 25 Jahren eine Glasfaserleitung von uns. Wenn Sie Glück haben. Eventuell. Vielleicht stellen wir hier doch einfach bloß einen 5G-Mast hin und dann sagen wir, Sie haben doch schnelles Internet. Mhm. Willkommen, ihr bei der Telekom. Ach, guck mal, ich hab neue Klamotten gefunden gehabt. Guck mal, hier gibt's neue Klamötzkin. Mhm. Ich hab jetzt blaues Holzfällerhemd an. Oh, Holzfällerhemd? Ja, ich bin jetzt hier Bob der Holzfäller. Oh, das mag ich. Wo hast du's her? Wo liegt das? Hier. Du musst einmal hier hinten rum und da ist da der. Hier war das Köfferskin. Da ist das Köfferchen. Ah. Habe ich jetzt auch ein blaues Holzfällerhemd an? Nee, für mich nicht. Oh. Habe ich das aufge... Habe ich das eingesammelt? Ja. Dann ziehe ich das wieder an. Oh, das macht mich doch schon wieder. Ich muss weg. Ob ich hier ein Krokodilchen sehe, aber nee.
Oh, da hinten ist noch so ein Zeltdörflein. Und da stehen schon wieder unsere Freunde. Hallo? Hallo? Jetzt laufen sie weg. Toll. Jo, was machen wir jetzt? Gehen wir darüber? Oder gehen wir darüber? Wo möchtest du hin? Ich kenne die Insel ja prinzipiell schon. Mir ist es egal. Ach, weißt du, ich gehe jetzt hier lang. Gut, dann komme ich mit. Die, weißt du, die haben doof geguckt. Die haben uns Stinkefinger gezeigt. So, nee, da gehe ich nicht hin. Hast recht. Die wollen bloß Stress, weißt du? Das ist so, oh. Ja. Ach, warte mal. Da fällt mir gerade was ein. Ich kann doch. Schwupp. Du kannst Bären mitnehmen. Ich kann Bären mitnehmen, ja. Voll gut. Das spawnt einfach ein Lurch vor meiner Nase. Na, ah, komm her, Lurch. Komm her. Ist dieser Scheiß Lurch schneller als ich? Gewesen. Okay. Ah, was hat der jetzt gegessen? Hallo, was isst denn du? Der isst hier die Beeren. Das ist total behindert. Du drückst E und der isst alles im Umkreis von 5 Kilometern. Oh, Aloe Vera. Oh, wo ist Aloe Vera? Hier ist zum Beispiel noch eins. Darf ich mir da mal einen von mitnehmen? Ja, deswegen zeige ich es dir. Sehr schön. Dem Aloe seine Vera. Mhm. Der arme Aloe hat nur eine Vera. Ich gehe noch ein bisschen Beeren sammeln. Mhm. Man kann nie genug Beeren haben. Hm. Vor allem Snowberry und so, die will ich doch alle gar nicht. Ach, egal. Hallo, Reh. Komm her, Reh. Bleib doch mal hier. Bleib mal hier, Reh. Wieso blutet ihr eigentlich schon, ihr Rehe? Oh. Seid ihr die Rehe, die wir verwundet hatten? Vorhin schon? Das könnte sein. Wo bist denn du hin? Ich sehe deinen Namenstag gar nicht. Ich ducke mich gerade. Aha. Hier bin ich. Nee, ich sehe dich immer noch nicht. Hier bin ich. Ah! Ach, Mist. Hab's gehäutet. Nice. Was kann ich. Was, ich habe einen Lurch. Was kann ich damit machen? Ein Stealth Armor. Mhm. Ist das so eine gute Idee, wenn ich mir ein Stealth Armor mache? Nein. Wo ist denn hier das Rehfell? Ach nö. Was machst du denn gerade, Jan? Ich hab mir jetzt den Stealth Armor gemacht. Du fragst mich, ob das eine gute Idee ist. Dann sage ich nein. Und Jan macht es trotzdem. Ich muss das doch ausprobieren. Nicht, nein. Oh Mann, Jan, jedes Mal. Ey, zu spät, jetzt ist der Hase weg. Ich schrei demnächst einfach ganz laut Stopp. Und dann darfst du dich nicht bewegen und auch nicht atmen. Super, dann machst du das einfach nur, damit ich hier einfach ersticke. Nein. Komm nicht auf dumme Ideen. Zu spät, ich habe schon längst dumme Ideen. Aber die habe ich immer. Ja, also. Es hätte mich jetzt gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Ne? Ich muss mal. Oh, vielleicht bin ich jetzt. Oh Gott, bin ich jetzt aus dem Spiel rausgetappt? Ja, ich bin aus dem Spiel rausgetappt. Warum tust du das? Ja, ich weiß nicht. Weil ich es kann?
So, da ist er wieder. Gut. Nein! Ach, OBS, du bist auch doof. So, jetzt. So, jetzt. Alter. Siehst du, ich hab mich nicht bewegt. Ja, aber ich habe keinen Hasen gesehen. Aber du hast ihn durchgekriegt. Mai, ist das schön hier, so eine schöne Ebene. Hier hätte man auch einen coolen Haus hinsetzen können, so einfach quer über den See. Warum willst du eigentlich einen See immer zubauen? Da kann man schön von oben nach unten die Fische abbauen. So. Oder etwa nicht? Eher nicht so. Eher nicht so. Oh, can't carry any more meat. Warte, wo bist du? Wo hast du das Meat rumfliegen? Warte. Ja, irgendwo hier. Hä? War das irgendwo? Aber du kannst das Reh dann noch mitnehmen, wenn du noch Platz für Meat hast. Jop, ich loote das Reh. Melde, habe Reh gelootet. Ja, oh, hier. Hier ist das Waschbärfleisch. Da. Gut. Gut, hab's dabei. Nee, kannst du auch nicht mehr. Oh, nee. Kann ich nicht mehr. Flapp fällt der Fladen einfach so runter, weil so flump. Ja. Ah, immer diese Beeren. Oh, can't carry any more blueberries. Das ist jetzt aber doof. Kann ich von denen auf welchem? Ach, das sind auch Blueberries. Ich finde es hier oben sehr schön. Hier ist die Insel aber auch irgendwie zu Ende, ne? Lass mich raten, ins Schneegebiet da hinten müssen wir auch noch irgendwann. Ja. Allerdings brauchen wir dafür andere Klamotten. Ja. Das ist vollkommen korrekt, Jan. Boah. Gut, alle geht's. Ich glaube, ich werde vor dem Video, muss ich dann so eine Epilepsie-Warnung einblenden. So. So, ach, das könnte zu schnell in Bewegung kommen. Ich bin nämlich gar nicht verrückt. Nein. Und er dreht durch. Mach ich gar nicht. Was? Tja. Warte, ich muss mich mal ganz mal wieder richtig hinsetzen hier. Ach, Mann. Ach, guck mal, da knuspert sich schon wieder ein paar Beeren. Ja. So. Oh, der Hase. Warte mal. Krieg ich den? Jetzt sehe ich ihn nicht. Häschen, wo bist du? Da. Hasilein starb allein hier in der Forest so fein. Ich hätte halt gerne mal eine Höhle gefunden. Das Problem ist, obwohl ich The Forest schon einige Male gespielt habe, habe ich immer noch einen Orientierungssinn wie ein Wackelpudding und habe keine Ahnung, wo die Höhleneingänge sind. Wie gesagt, für mich ist es das erste Mal. Also, ja. Finden wir den Fehler? Nein, das ist ja kein Fehler. Rennst du schon weiter? Ich laufe gerade. Ach so, ja, weil ich habe mir noch ein bisschen Skin geholt. Oh, bin da. Solange du nicht noch Skill holen musst. Nein, davon habe ich genug. Gott, meine Witze werden auch immer schlechter. Das geht noch. Nicht hauen. Oh ja. Oh, ja. Diese Beeren, ne? Mhm. Das sind die berühmten Holzbeeren. Gibt's denn die guten Holzbeeren noch? Holzbeeren noch? Guck mal, diese Steine hinten sehen doch aus wie ein Höhleneingang, oder? Nein. Aber vielleicht ist es trotzdem einer. Nimm mir doch nicht meine Illusionen. Es tut mir leid, Herr Hinkelstein. Frau Valentine. Wollen Sie mich etwa diffamieren? Niemals. Das würde mir doch im Traume nicht einfallen. Nein, Sie wollen mich immer nur deformieren. Ich spring.
Okay, war nicht so schlimm. Nee, ich habe wirklich keine Ahnung, wo die Höhleneingänge sind. Das ist. Frag mich mal, aber. Ich glaube, da unten ist einer. Wo? Da. Ich bin jetzt schon hier runtergehüpft, ne? Hier so, glaube ich, oder? Nö, nee, hier ist kein Eingang. Ach so. Ja, gut. Oh, da ist was. Nein, da ist nichts. Da ist was. Was denn? Eine Menge nichts. Was macht es da? Ich habe eine Waffe. Ich habe sie nicht dabei, aber ich habe eine. Oh, welcher Film war das? Nackte Kanone, glaube ich. Ja, wieso was? Ah, schön. Es waren so viele. Was denn? Waren wir hier nicht schon mal? Nein, egal. Ich glaube schon. Aber wir sind nicht hier rum weitergegangen. Okay. Hier rum, darum Löffelstiel? Wer das nicht kann, der kann nicht viel. Hey, das ist mein Lebensmotto. Ja, das glaube ich dir. Schnauze. Ah, oh, schön. Willkommen bei den Diss-Sprüchen 2000. Ihr Dissomat Bloody Mary steht Ihnen wieder gerne zur Verfügung. Ich bin zwar nicht Bloody Mary, aber der Rest stimmt. Stimmt. Ach ja. Ich setz den gleich einfach im Wald aus, Leute. Wartet noch kurz ein paar Minuten, dann habt das hinter euch. Oh, guck mal, Dorf. Ich glaube, da waren wir schon, ne? Ist das Dorf? Ich weiß es nicht. Ich sag doch, ich habe keine Orientierung. Nee, das ist nicht das Dorf. Oh nee, stimmt, hier waren wir noch nicht. Warte mal, aber... Hier gibt's Benzin. Das ist schön, aber hier hängen keine Cloth-Dinger mehr. Also müssen wir hier eigentlich schon gewesen sein. Hier hängt doch noch Cloth. Bei mir hängt da nichts mehr. Bei mir hängt hier eine ganze Menge Cloth. Na gut. Koffer! Oh nein, oh nein. Lass mir auch noch was übrig. Niemals! Ey, sag mal, Koffer! Weißt du, schlägst auf den Koffer, freust dich. Ja, ich bin vorm bis Lootfinger vorangekommen. Was ist, haut der Koffer ab? Hihi. Oh, hier gibt's ganz viele Soda-Cans. Oh, das ist gut. Ja, schleif mal den Tisch mit, ist kein Problem. Was? Bei mir hast du gerade den Tisch mitgenommen. Ja, du, dieses Spiel hat keine Bugs, würde ich sagen, ne? Nein, alles, aber nicht dieses Spiel. Oh, er sieht aber auch nicht mehr so ganz gesund aus, oder sie? Hui! War das jetzt ein er oder eine sie? Weiß man nicht. Kann RCS uns ja nicht mal mitteilen und wir dürfen ja nicht von vornherein von irgendeinem bestimmten Geschlecht ausgehen. Oh, die Welt wird immer schwieriger. Ja, ich meine, ich habe nichts gegen Transgender oder sonst. Nee, ich auch nicht. Ich weiß nur langsam, aber ich komme halt. Man kann es immer einfach mit übertreiben. Ja, danke. Das ist in etwa das, was ich sagen wollte. Jan, hier liegt Dynamit. Wo? Hier in der Hütte. Let's get dynamite. In der Dynamitkiste waren Dosen drin. Okay. Warum nicht? Wer kennt das nicht, das Dosendynamit? Na, Gott sei Dank respawnt das ja hier alles irgendwie so ein bisschen. Mhm. You can't carry more. Ah, ne, hier. Dynamit. You can't carry more anymore Dynamite. Ja, gut. Ihr Kreuz-Olaf hängt ja auch schon eine ganze Weile rum. Hm. Na gut. Teddy, wir können Dinge in die Luft jagen. Ja. Okay, Elektronik kann ich nicht tragen. Nee, ich auch nicht mehr. Jenny, hier liegt Geld rum. Du hast es nicht mitgenommen. Was habe ich nicht mitgenommen? Bei mir lag hier Geld. Hier. Nee, du, bei mir liegt hier da gar nichts. Oh, Metz, das ist gut. Hier, Jan.
Was? Wie? Oh, ich habe den Tennisball zugeschmissen. Hopp. Oh Gott, ich bin zu doof, den Tennisball zu schmeißen. Okay, aber Höhle ist ja auch nicht so, ne? Nee. Was sind dies? Oh. Warum? Das ist Kunst. Also kann das weg? Ja. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann werfen sie noch heute. Ja. Jetzt muss ich aber gerade, wo ich das hier sehe, wieder an Spruch aus Borderlands denken, weil ich das ja momentan mit Robert nebenher spiele. Mhm. Und da kam dann dieser tolle Spruch, das ist irgendwie wie moderne Kunst, also nicht so schön. Gesundheit! Guck mal, da kommen Freunde von uns. Oder ein Freund. Die sollen jetzt mal hier, ne? Mal jetzt hier keine komischen Sachen veranstalten. Aber ich gucke trotzdem noch mal hier in die anderen Hütten rein. Moin, mein Gutster. Ja, hier sag ist mal. Irgendwie auch nichts. Schau mal, was willst du? Kann ich ihm behilflich sein? Moinsen. Hier, Sie. Schauen Sie mal, Sie haben gar keine Maske auf. Was soll denn das? Hm? Wissen Sie nicht, dass wir Corona haben? Dann müssen Sie eine Maske tragen. Ich sag Ihnen das. Haben Sie es mir nicht verstanden? Nee? Ja, dann müsste ich hier nochmal... Ja, jetzt hat er es verstanden. Sehr gut. Oh, hier sind noch Outfit-Koffer. Ich bringe dir noch so einen Kollegen mit. Okay. Wo bist du? Ich komme mal zu dir. Ich bin hier hinten. Ja... Hier, ich hab dir einen neuen Freund mitgebracht. Ach, ich will gar keine neuen Freunde. Pff, dann lass ihn halt einfach liegen. Das ist wie bei Stardew Valley. Muss ich jetzt echt noch wem Hallo sagen? Ich will nicht mehr. Oh. Was bist du für eine Klamotte? You found new clothing. Also, ja, wie sehe ich denn eigentlich aus? Clothes. Jetzt hast du Hoodie und Khaki. Irgendwie ein dunkles T-Shirt und so eine Camouflage-Hose an. Gut. Ich guck auch mal. Mir ist kalt. Wollen wir uns ein Feuerchen machen? Komm, wir machen uns mal ein Feuerchen. Mhm. Machen wir uns mal ein Feuerchen. Dann lege ich doch direkt nochmal was auf den Grill. Mir sind Sachen schlecht geworden. Ja gut, wundert mich nicht. Weg, weg, weg. Okay, der Lizard ist edibel. Weg. Schade. Ich habe da noch ein bisschen Raw Meat, das kann ich da drauf schmeißen. Mhm. Und dann, jetzt habe ich auch schon wieder mein ganzes Fleisch draufgelegt fast. Ich bin so blöd. Ich finde es auch blöd, dass wenn man sich mal vertan hat, man das nicht wieder runternehmen kann. Als ob das jetzt so eine Kunst wäre, das Fleisch mal eben wieder da wegzuholen. Edible ist doch nicht mehr essbar, ne? Doch, edible ist essbar. Dann habe ich hier noch eine Lurch, der noch... Spoiled steht dann da dran, wenn du es nicht mehr essen kannst. Okay. Oh, da ist noch ein Häschen. Aber das ist nur Schlemmen. Kriege ich bitte meinen Pfeil wieder? Danke. Was ich halt schade finde, dass du es quasi nicht vom Ofen runternehmen kannst, um es dir dann quasi aufzusammeln. Stimmt. Haben Sie Hunger? Schade. Wollen Sie auch was abhaben? Oh. Scheinbar nicht. Ich habe doch nur nett gefragt. Ich glaube, der ist Vegetarier. Nee, der ist Veganer. Der sagt es uns nämlich gerade hier. Guck.
Was ist denn? Ach hier, das ist hier vegane Uschi. Ja, genau. Oh. Mhm. Wir sollten gucken, dass wir hier wegkommen. Jetzt. So. Weil da hinten zwei große kommen. Gut, wir gehen. Tschüss. Diese Richtung hier? Komm einfach hinter mir her. Egal welche Richtung, aber lauf! Scheiße, die haben uns schon gesehen. Fug! Komm, ab nach Hause, so schnell wie es geht. Ich habe... Hier ist eine Höhle! Ich weiß nicht, ob wir hier drin sicherer sind, aber... Naja, die beiden kriegen uns auf jeden Fall... Ich höre sie auf jeden Fall da oben trampeln. Oh. Koffer! Und Alkohol. A jealous God punishes parents' fault on their children. Ja, nämlich. Ich sollte nochmal ein Feuerchen machen hier, weil... Krieg schon Schaden. Oh. Oh, Karte. Karte? Karte. Leere Karte. Mhm. Das Schöne ist, Kompass. Jetzt hat man ja tatsächlich auch gesehen, dass... Oh, Kompass. Dass ich mir eine Mod runtergeladen habe, wo man die Karte drauf sieht, aber ich wollte die erstmal nicht benutzen. Weil es einfach irgendwie lustiger ist, planlos hier durch die Gegend zu laufen. Zumindest für uns. Ich weiß nicht, wie das so bei euch ist, aber wir finden das lustiger. Ach ja. Weißt du, ob es den Leuten gefällt? Ist uns ja eigentlich egal, wir spielen es ja trotzdem. Ja, vollkommen richtig. Und wir spielen es auch weiter so, wie uns das passt. Richtig. Oh, der lässt Geld fallen, wenn ich den haue. Das ist ja witzig. Echt? Der hat gerade Geld fallen gelassen, ja. Was war das Geld für mich? Hallo, haben Sie mal eine Mark? Da fliegt schon wieder Geld. Für mir nicht. Hui! Oh, jetzt hat er was fallen lassen. Wie so eine Pinata! Hey. Jackpot! Hui! Irgendwann fällt der auseinander. Ja, ich glaube nicht. Guck mal, der hält einfach nur in der Mitte noch einfach mal so einen kleinen Streifen. Hm. Da oben schreit er immer noch nach uns. Wollen wir denn mal weitergehen, Jan? Ja, okay. A jealous God punishes a parent's fault on the children. Ah, alles klar. Jo, gehen wir hier nach unten, oder? Jo. Oh, hier liegt ein Snack rum. Mhm. Schön, hier geht's wieder nach unten. Ja, ich freue mich einen Keks. Upsala. Aber... Jenny? Ja? Wollen wir zeigen, wie es da weitergeht in der nächsten Folge? Ja, 2 Minütchen haben wir doch noch. Ich meine ja nur, während... Wir kommen in 2 Minuten eh nicht hier durch, das glaube ich nicht. Ja, aber ich hast du gesehen, was da alles auf dem Boden lag? Nee. Ja, komm nochmal mit. Ach, das? Du, wenn ich mein Inventar aussortiere, sieht das auch nicht anders aus. Ja, blöd, ich komme hier nicht weg. Ah, oh, guck mal, mit eingebauter Dusche hier. Das ist mir zu kalt. Oh, schön. Hey, mein Freund, na? Oh, hallo. Hey. Hey. Der wehrt sich. Der wird nicht. Oh, der hat sich aber nicht lange gewehrt. Weißt du, was ich mich bei solchen Höhlen hier immer frage? Was denn? Wer zum Henker macht hier immer diese Kerzen an? Die Fledermäuse, die hier hängen. Sind die nicht süß? Hey! Die Armen. Hier unten geht's übrigens auch noch weiter, ne?
Okay, aber das zeigen wir uns in der nächsten Folge. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, dann ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein, fürs Facepalmen, für uns verfluchen und bis zur nächsten Folge. Bis dann, tschüss. Tschüss.